Hallo, mein lieber Steinbock, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Den Zeitstempel für den Beginn dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Steinbock, hier geht es um ein Wachstum, aber es sieht hier insgesamt enorm positiv aus, aber für mich fühlt sich das hier schon so an, als würdest du hier vor einer Herausforderung stehen oder hier irgendwo, ja, dich hier ein bisschen gehemmt fühlen. Wir haben hier enorm, in dieser Legung enorm viele, ja, Flügel, wenn du das hier auch wahrnimmst, wo es hier schon darum geht, dass du hier an einer Schwelle stehst, wo es im übertragenen Sinne darum geht, aufzusteigen, ja, du bist hier an einer wichtigen Schwelle aktuell. Das kann sich auch sehr unterschwellig anfühlen für den einen oder anderen. Die Entwicklung, die hier gerade vonstatten geht, ist auf lange Sicht gesehen aktuell sehr, sehr wichtig. Also hier tut sich sehr vieles. Und das, was man hier auch sieht, ist, dein Weg ist zum einen beschützt, mein lieber Steinbock. Und es, das, was dich hier sehr beschäftigt, ist hier ja ein bestimmtes Ziel, bei dem dir bewusst wird, es ist wichtig, sich darauf hin, also darauf zuzubewegen, diesen Weg zu beschreiten und auch diese Erkenntnis, dass es keinen Weg zurück gibt. Es geht nur nach vorne. Ich meine, das ist ohnehin logisch. So ist es mit Zeitlinien. So ist es einfach. Es bewegt sich nur vorwärts. Aber es geht ja auch um deine Ausrichtung. Und ich glaube, du blickst hier teilweise ein bisschen ins Ungewisse, ins Unklare. Das ist natürlich für uns Steinböcke, wenn du meine Legungen bereits kennst, dann weißt du, dass ich selbst ja auch Steinbock bin in Sonne und Aszendent. Dieses Ungewisse ist tendenziell für den Steinbock etwas, ja, dass man jetzt nicht so gerne umarmt. Ja, also da fehlt ein bisschen die Sicherheit und das ist natürlich klar. Da möchte das Universum dir hier eben durchgeben. Dein Weg ist beschützt. Du wirst hier angeleitet. Das kann auch sehr gut sein, dass du hier Zeichen bekommst in Form von Engelszahlen, Synchronizitäten. Wir haben hier ja auch in den Legungen kommen ja auch immer wieder Engelszahlen vor. Die man auch oft im Alltag bereits beobachtet. Es können auch Symbole sein oder ja Zufälle, dass du im ja zufällig im richtigen Moment die richtige Person triffst oder sich genau in ja im richtigen Moment eine Tür öffnet, mit der man nicht gerechnet hat. Und hier ist es auch wichtig, diesen Weg anzunehmen, denn
all deine Ziele oder bestimmte Ziele, die mit diesem großen Ziel, das ich hier auch ausmache, zu tun haben, liegen auf diesem Weg. Und wir können eben nicht alles zu 100% berechnen oder vorhersagen. Es ist einfach Teil des Lebens, sich auch dem Unbekannten zu stellen. Denn es kann natürlich auch viel besser werden als erwartet. Und das ist auch eine Sichtweise, die du dir zu Herzen nehmen darfst. Was ist, wenn es viel besser wird als erwartet? Denn ich sehe hier schon ein bisschen dieses, was ist, wenn sich meine Situation verschlechtert, ja? Von außen betrachtet kann man hier auch sehen, dass um dich herum gerade sehr viel im Umbruch ist, ja? Dass du hier auch sehr, sehr oft stark bist und auch stark sein musst, auch für andere. Und das zeigt hier auch deine Stärke. Und es ist wichtig, dass du dich hier ja auch ein bisschen abgrenzt. Also das heißt jetzt nicht, dass du den Kontakt zu anderen abbrichst, aber dich innerlich von der inneren Haltung her abgrenzt und auch erkennst, das Chaos von anderen ist nicht dein Chaos. Oder das, was bei anderen geschieht, das geschieht im Außen, aber du für dich, du kannst dich erden, du kannst in deine innere Mitte kommen. Ja, und das Es ist dann natürlich klar, dass du hier befürchtest, was ist, wenn bei mir jetzt alles so unruhig wird wie im Außen, ja? Also das heißt nicht, dass in deinem gesamten Umfeld alles im Umbruch ist, aber bei doch einigen Personen kann man das hier sehen. Bei dir, mein lieber Steinbock, geht es bergauf und es ist wichtig, dass du dich eben auch auf dieses Wachstum konzentrierst. Das kann hier sowohl privat als auch beruflich oder eben eventuell auch eine finanzielle Angelegenheit betreffen. Hier ist etwas im Wachstum. Du bist hier dabei aufzublühen. Vielleicht wendest du dich auch deiner Berufung zu. Das könnte hier auch der Fall sein. Ich nehme an, du weißt, was das ist. Und das sieht an sich sehr gesund aus, sieht auch danach aus, dass sich hier eine größere Stabilität ausbildet. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die hier aktuell hochgefahren sind. Wir schauen uns ja auch immer an, was stellt sich denn aktuell quer. Denn genau das möchte auch aufgelöst werden, sorgt eben für Verzögerungen und Stillstände. Und wenn diese Blockaden aufgelöst sind, dann stellt sich üblicherweise Erleichterung ein und deine Angelegenheiten kommen wieder mehr und mehr in den Fluss. Und die ein oder andere Blockade, die soll dir eventuell auch einfach nur bewusst werden, um dann schon in die Auflösung gehen zu können. Nichtsdestotrotz schauen wir im Anschluss in die Lösungsimpulse und dann abschließend schauen wir uns noch die Tendenz an. Ja, auf deiner Ebene geht's um das Thema die Vergangenheit loslassen. Da wird es vermutlich um ein konkretes Ereignis gehen, das dich aktuell sehr stark beschäftigt. Daran hältst du aktuell auch fest. Vielleicht bist du hier auch gerade dabei, das zu verarbeiten, das aufzulösen. Und das Universum sagt hier einfach auch, mein lieber Steinbock, es ist wichtig, dass du erkennst, das liegt in der Vergangenheit. Was auch immer das ist hier irgendetwas, das nicht sehr angenehm war, was man dann natürlich auch verstehen kann, dass das nicht so einfach ist, das loszulassen. Nur ist es einfach so, diese Sache nimmt enorm viel Raum ein und blockiert eben auch aktuell dieses Wachstum beziehungsweise verlangsamt es, weil dein Blick zurückgeht, ja. Das kommt sehr gerne vor, dass man sich in einer Phase befindet, wo man sich nach vorne ausrichtet und zeitgleich wieder zurücksieht. Und so dreht man sich auch ein bisschen im Kreis. Und daher ist es eben auch wichtig, ja, sich für die Zukunft bewusst zu entscheiden. Niemand blickt mit voller Absicht in die Vergangenheit, um sich hier irgendwo auch dann selbst im Weg zu stehen, mein lieber Steinbock. Ja, das ist natürlich verständlich, aber dieses Ereignis, das kreist jetzt schon über einen längeren Zeitraum in deinem Kopf und es geht jetzt darum, dass das hier auch losgelassen werden soll. Nicht verdrängt, losgelassen.
losgelassen, ja, dass es dich nicht mehr belastet. Schauen wir mal weiter. Da zeigt sich eine Konfliktsituation oder eine Angelegenheit mit einer Person, die dir sehr nahe steht. Das kann natürlich auch auf eine Krise in einer bestehenden Partnerschaft hindeuten. Es kann aber auch eine Freundschaft betreffen, ein Familienmitglied. Ja, irgendeine zwischenmenschliche Situation stimmt dich aktuell traurig, beschäftigt dich auch sehr. Das kann man auch nachvollziehen, ja, dass man hier nicht einfach abschalten kann, also den Schalter umlegt und dann ist es einem egal. Das ist natürlich auch klar. Also irgendetwas ist hier gerade los. Es kann auch im Einzelfall sein, dass es hier um eine Enttäuschung geht, die in der Vergangenheit liegt, dass dich hier jemand enttäuscht hat und das hier zusammenhängt mit diesem Loslassen, ja, also dass das jemand ist aus der Vergangenheit. Denn wenn wir hier weiterschauen in die Blockade, die das Umfeld ganz konkret direkt betrifft, dann haben wir hier auch das Thema Loslassen. Und im Prinzip zieht sich dieses Thema hier durch die ganzen Blockaden. Ja, etwas will hier losgelassen werden. Das kann, ja, vielleicht geht es ja ganz konkret um einen Groll, den du gegen jemanden hegst, wo dich jemand einfach sehr, sehr verletzt hat oder enttäuscht hat oder hintergangen hat. Das ist dann alles schon geschehen. Also es geht um etwas, von dem du konkret weißt. Und das ist hier enorm groß und hält dich hier irgendwo zurück. Und ja, das kann man absolut verstehen. Und jetzt ist der Zeitpunkt aber gekommen, mein lieber Steinbock, dass es darum geht, das Stück für Stück hinter sich zu lassen, ja, dass es dich nicht mehr so belastet und dieses Wachstum hier nicht mehr so abbremst. Dahingehend würde ich auch sagen, schauen wir mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Ja, und da kommen wir hier gleich auf deine Ebene. Das Universum sagt, du bist hier dran, einen Traum umzusetzen oder drauf und dran. Irgendetwas schwebt dir hier vor. Du möchtest hier irgendetwas erleben oder realisieren. Es geht um etwas, das darüber brütest du schon länger. Ja, das kann auch ein Lebenstraum sein. Vielleicht geht es für den einen oder anderen auch um eine bestimmte Reise. Ja, es kann aber auch eine Tätigkeit sein. Es kann alles Mögliche sein. Du weißt, was das ist und das Universum sagt, dass du hier langsam diese zwischenmenschliche Situation hinter dir lassen kannst, ist es auch wichtig, sich auf andere Dinge zu konzentrieren, ja, denen mehr Raum zu geben. Und hier geht es ganz konkret um einen Traum, den du gerne leben möchtest, egal was das ist. Und das liegt ja auch konkret auf deiner Ebene. Und das Universum sagt dir, dafür ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt gekommen, das jetzt umzusetzen. Natürlich wird das nicht von heute auf morgen klappen, je nachdem, was das hier ist. Wenn das etwas Größeres ist, dann wird es natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen. Und deshalb geht es hier auch um diesen Weg und um dieses Zeichen, das wir hier zu Beginn der Legung erhalten haben. Das hier ist auch ein Zeichen, das du hier erhältst, dass es jetzt an der Zeit ist, diesen Weg zu gehen. Denn dieser Weg bringt dir auch Heilung. Dieser Weg kann auch dazu führen, dass du hier Frieden schließen kannst, was auch immer geschehen ist. Und auch wenn du jetzt sagst, ich werde niemals Frieden mit dieser Situation schließen, auf diesem Weg ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dir die Möglichkeit eröffnet, dass du es doch kannst. Und da geht es natürlich dann auch um einen größeren inneren Frieden. Und du kannst hier enorm von diesem Weg profitieren, auch dein Umfeld. Also insgesamt ist das hier schon ein sehr wichtiges Zeichen und es führt einfach dazu, dass du hier Schritt für Schritt, ja, diese Verletzung, die sich hier auch zeigt, hinter dir lassen kannst. Schauen wir mal weiter. Ja, auch hier sagt das Universum, es ist an der Zeit, ja, neu zu starten, diesen neuen Weg anzunehmen, das hier umzusetzen. Und hier haben wir auch den Hinweis, dass du
Ja, dass du hier mit einer gewissen Erfahrung in diesen Neustart gehst. Also es ist nicht komplett von null. Du startest hier nicht komplett von null, sondern mit einem gewissen Vorwissen. Vielleicht hast du hier auch schon mal versucht, diesen Traum umzusetzen. Und es, ja, war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und du hast schon eine bestimmte Vorarbeit geleistet. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Die Phönixkarte an sich ist aber auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, birgt hier auch noch eine zusätzliche wichtige Information. Denn der Phönix, der aus der Asche aufsteigt, steigt ja immer wieder aus der Asche auf und deutet auch darauf hin, dass es hier um einen Teufelskreis geht, gerade was das Zwischenmenschliche betrifft. Und hier ist es wichtig zu erkennen, was ist dein Anteil an dieser Situation? Das heißt nicht, dass du schuld bist an dieser Situation, nur es ist immer so, wenn wir in Verbindung mit einer anderen Person sind, dann tragen immer beide ihren Teil dazu bei, dass eine Verbindung eben so ist, wie sie ist. Und hier gibt es irgendetwas für dich zu erkennen. Das ist ja eine Bonusinformation, die mit dieser Karte immer mitkommt. Du kannst hier für die Zukunft irgendetwas mitnehmen. Vielleicht haben sich hier auch schon Zeichen gezeigt zu einem früheren Zeitpunkt, bevor diese Enttäuschung stattgefunden hat. Ja, also ich glaube hier schon, dass es für die meisten um irgendetwas aus der Vergangenheit geht, wenn man sich das hier ansieht. Das kann auch die kürzliche Vergangenheit sein. Es gibt hier irgendetwas, das schon vorzeitig darauf hingedeutet hat, ja, das vielleicht ein bisschen unterschwellig war. Und das gilt es auch zu erkennen und das kannst du hier mitnehmen in diesen Neustart, damit der Phönix vielleicht in Zukunft ja in der Luft bleibt und gar nicht mehr aufsteigen muss. Ja, also das gebe ich hier nur mit durch. Und dann haben wir hier noch etwas im Umfeld und da zeigt sich jetzt noch einmal, ja, noch einmal, dass du hier beschützt bist. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich weiß jetzt nicht, worum es hier geht bei dir in deiner Situation. Also, dass das Universum hier so wichtig empfindet, dir zu sagen, dass du beschützt bist und dass, ja, dass du hier keine Sorge haben sollst. Ich möchte hierzu noch etwas erfahren. Okay. Spannend. Auch hier zeigt sich ein Neubeginn, ja, ein Aufbruch und auch jetzt kein Aufbruch von null. Du nimmst hier etwas mit und du brichst hier auf zu einer neuen Erfahrung. Also das Unbekannte liegt auch vor dir und das Universum sagt dir aber auch, du gehst hier mit einem bestimmten Vorwissen in diese neue Phase, in diesen neuen Lebensabschnitt. Das betrifft hier auch das Umfeld. Es ist wichtig, hier aufzubrechen, sich nach vorne auszurichten. Das kann auch sein, dass es hier um neue Kontakte geht, dass du hier vielleicht auch neue Kontakte knüpfen möchtest. Das heißt jetzt nicht, dass du mit anderen Kontakten ja, abschließt, aber oder dass du hier alte Kontakte zurücklässt, das sehe ich nicht so. Es geht hier um einen Aufbruch ins Neue auf allen Ebenen, ja, das kann ich hier sehen und das ist sehr, 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 sehr schicksalhaft. Hat vermutlich auch mit diesem Traum zu tun, der hier in die Umsetzung geht. Und nochmal, das Universum sagt auch hier beim Zwischenmenschlichen, dein Weg ist beschützt. Also diese Erfahrung, die du hier gemacht hast, die nicht so positiv war, ja, die sollte anscheinend auch geschehen, ja, also das ist Teil deines Weges. Wir alle machen Erfahrungen, ja, die schön sind und auch Erfahrungen, die weniger schön sind. Es ist wichtig, diese Erfahrung anzunehmen und die hier auch zu erkennen, es liegt in der Vergangenheit. Du bewegst dich auf deine Bestimmung zu und es ist hier wirklich ganz, ganz spannend in diesem Bild.
wie klar das Universum das hier auch ausdrückt. Ja, wir schauen jetzt noch in die Tendenz, mein lieber Steinbock, was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommt. Und hier haben wir eine Kurskorrektur, wo das Universum eben auch sagt, es ist jetzt wichtig, hier zu starten. Also das bekommst du hier auch auf allen Ebenen, dass du losgehen sollst, dass du das hier machen sollst. Dieser Neustart ist wichtig für dich, denn diese Verletzung oder diese Enttäuschung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, die ist geschehen. Das können wir nicht rückgängig machen. Ich denke, das weißt du ohnehin. Und es geht hier eben auch darum, wenn du dieser Sache eben einfach noch mehr Raum gibst, dann kann es sehr gut sein, dass du hier vielleicht die ein oder andere Möglichkeit übersiehst. Ja, und dann geht es ja auch um das Thema Reue, bereuen, etwas nicht gemacht zu haben, etwas nicht versucht zu haben. Das heißt nicht, dass das geschehen soll oder geschehen muss. Ganz im Gegenteil, das soll eben nicht geschehen. Das Universum möchte dich hier animieren, dass du dich hier dieser neuen Aufgabe zuwendest, die dir eben auch aktuell vorschwebt. Diese Erfahrung ist wichtig, gemacht zu werden. Und die Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast, auch die negativen, sind hier wichtig und haben hier einen gewissen Wert und ja, bringen dich hier auch weiter. Ja. Dann habe ich hier noch etwas, was das Umfeld betrifft. Das ist auch sehr spannend. Mein lieber Steinbock, das Universum sagt, es gibt hier einen Ausweg, eine Lösung. Hier soll sich irgendetwas zeigen. Kann auch eine Möglichkeit sein. Und diese Möglichkeit liegt hier auf diesem neuen Weg, liegt hier ja auf dieser neuen Straße, ja der Weg ins Unbekannte. Und diese Lösung soll sich zeigen, ist aber von deiner jetzigen Perspektive aus oder von deiner jetzigen Sichtweise aus, wo du dich jetzt befindest, noch nicht sichtbar und soll dann eben sichtbar werden. Betrifft hier eindeutig auch eben diese Situation mit dieser Person, wo es hier ganz stark um das Thema Loslassen geht. Ja, also das ist wirklich markant, wie sich das hier zeigt. Es gibt hier eine Lösung, die sich zeigt, aber es ist zuerst wichtig, sich auf diesen neuen Weg ja einzulassen oder vorzubereiten und das hier auch wirklich zu machen. Es geht hier um das Tun. Es geht hier um einen Lebenstraum bei dir, für den jetzt die Zeit gekommen ist. Und liegt eben auch an dir, das umzusetzen. Auf deiner Ebene haben wir hier dann noch den Hinweis, dass hier eine Beruhigung stattfinden soll, also eine innere Beruhigung. Hier liegt das Thema Dankbarkeit in der Tendenz. Schon alleine das Zuwenden, ja, also dass du dich diesem Traum zuwendest, soll hier dazu führen, dass sich hier einiges, ja, beruhigt, dass sich auch deine Sichtweise auf bestimmte Situationen verändert und es zeigt sich hier einfach eine gewisse Zufriedenheit. Eben das ist hier sehr entscheidend. Und es geht gar nicht darum, ich denke, dass für den einen oder anderen hier nämlich auch, nicht für alle, hier das Thema ist, was ist, wenn mir das dann gar nicht gefällt? Und die Sache ist die, wenn du es gar nicht erst versuchst, dann wirst du es nie erfahren. Ich sehe hier nicht, dass es dir nicht, also dass du hier nicht zufrieden wärst. Ja, also ich sehe hier schon, dass es hier um etwas geht, das dir sehr wichtig ist. Und es geht eben auch darum, diese Erfahrung zu machen. Und es ist hier wichtig, alles beiseite zu lassen, was einen davon abhält, es überhaupt zu versuchen. Denn das ist hier ein enorm positives Zeichen, diese Dankbarkeit hier, dieses Gefühl von, ja, das macht mich glücklich, das freut mich, das tut mir gut, ja. Hier kann man erkennen, dass was auch immer das hier ist, also dass das hier einige
einige positive Erlebnisse anwirft, einige positive Bewegungen anwirft. Und es ist wichtig, es zu machen, mein lieber Steinbock. Und das führt eben auch dazu, dass hier diese Situation dann endlich in eine Heilung gehen kann. Ja, eine wirklich sehr, sehr spannende Legung. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual. Und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.